Ihre Wohlgeboren Meg Aran, die sich mittlerweile an Bord befindet. Ich weiß nicht, ob ihr euch in Festum kennenlerntet. Nein, sie ist mir bisher noch nicht untergekommen. Erzählt weiter. Dame ist unsere Kundschafterin und wie sich herausstellt, ist sie wohl eine Zauberin, eine Hexe, wie es zu sein scheint. Ja. Da ihr dies vermutlich so oder so früher oder später bemerkt hättet, unterrichte ich euch hierüber. Es wäre besser, wenn der Großteil der Mannschaft davon erst einmal nichts erfährt. Ja, sie zuckt mit den Schultern. Was interessiert mich eine Hexe? Mich interessiert es, dass ihr nicht irgendwann versehentlich auf die Idee kommt, jemand würde uns verzaubern. Wenn es nur die Dame ist, die ihren Tatwerk nachgeht. Wenn ich sie kennenlerne, dann ja, dann weiß ich zumindest, dass ein Odem aufschlussreich wäre. Ich habe keine besonders große Meinung zu Hexen, also gar keine. Sie interessieren mich schlicht nicht. Minderwertige Magier, die keine Ausbildung erfahren haben. Allerdings hat eventuell die Inquisitorin und der Magister aus Gareth eine gänzlich andere Meinung über Hexen. Und ich werde ihm selbstverständlich nichts erzählen, aber selbstverständlich kann er auf den eigenen Gedanken eines Odem kommen. Und wenn er sie verbrennt, dann, nun ja, müsst ihr eine weniger bezahlen. Wenn er sie ohne Handlung verbrennt, wird das mit mir zu tun kriegen. Ja, Per Hand ganz aufgezeigt. gewiss. Ein Pfeil des Lichts. Es ist egal, ob ein Pfeil des Lichts ist oder der Kaiser in Gareth. Hier herrscht immer noch Ordnung. Ja, habt ihr euch darüber informiert, was ihr für Menschen mit an Bord genommen habt? Was wisst ihr denn über die Pfeile des Lichts, dass ihr meint, dass ihr sie kontrollieren könnt? Pfeile des Das Lichts dachte ich tun, was mir. die Pfeile des Lichts tun. Sie dienen dem Herrn Preyas und werden sich entsprechend auch an seine Gebote halten. Das ist alles, was ich wissen muss. Das ist alles, was zählt. Ja, besprecht das doch mit ihm und nicht mit mir. Es interessiert mich, wie gesagt, nicht, ob ihr eine Hexe an Bord habt oder einen Druiden. Gut, bei Paktierern wäre ich, glaube ich, anderer Meinung und da würde ich dann auch eingreifen. Solltet ihr also mir noch einen Paktierer verschweigen, dann werde ich euch ebenso anzeigen. Das ist keine Drohung und das soll auch nicht unhöflich sein, aber da hört mein Spaß auf. Wenn ich euch einen Paktierer verschweige, hätte ich es wohl auch verdient. Nun gut. Nun gut. Macht weiter an eurer Arbeit. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob Xyleste eine Paktiererin ist. Das weiß ich nicht. Sind wir uns darüber im Klaren, dass sie überhaupt menschlich ist? Sie ist menschlich. Und von gleicher Beschaffenheit wie ihre Zwillingsschwester. So, und Nun jetzt gut. haltet mich bitte nicht von der Arbeit ab. Natürlich, tut, was ihr wollt. Geradeaus wird an Deck nach dem vielleicht etwas aufgebrachten Hasswolf und Wartenberg suchen. Wartenberg liegt immer noch unter Deck, das wurde dir auch mitgeteilt, der ja noch verletzt. Wenn ein Korgeweihter zuhiebt, dann kann er froh sein, dass er keine Körperteile verloren hat und der wird sich weiterhin noch ja, kurieren, liegt im Unterdeck. Okay, dann suche ich Hasswolf. Ah, Delfinmann. Abenteuer. Erzählt mir doch mal, Guten was ihr da Abend. drin besprochen habt. Ich meine, der Kapitän hat mich rausgeschickt, aber hey, wir sind Kumpel. Er klopft hier so ein bisschen auf die Schulter. Alphataus wird vorher zurückweichen. Vorsicht, mein Freund. Dieses Schwert, Alphataus deutet auf das Schwert, was er über seinen Rücken geschwungen hat. Man kann es nicht ohne Gefahr berühren. Zumindest die meisten können das nicht. Sollten Ja, was auch aufpassen. immer. So, jetzt erzähl mir mal, was da drin los war. Wohin geht denn die Reise? Lass uns runter zum Krankendeck geben. Ich würde auch gern den Bruder Wartenberg einweihen. Ihr bewegt euch aktuell immer noch nicht, ne? Ihr steht immer noch neben den drei Schiffen, die munter abbrennen, beziehungsweise schon gerade am Untergehen sind. Das nur als Information. Nicht, dass ihr denkt, ihr bewegt euch. Der Kurs ist Okay. befohlen und jetzt in Bewegung zu setzen, ist Ja, kein ja, Problem. ja. Ja, welcher Kurs? Also dann tu bitte was. Ich werde das Schiff nicht bewegen. Du musst das Schiff selbst dann antreiben.
Weil ich werde diesen Kurs nicht bestimmen, sonst lauft ihr in Dinge rein und das könnt ihr eben selber auslösen. 30 Kilometer pro Stunde. Also ich gehe jetzt erstmal mit Hasswolf runter zu Wartenberg. Ja, so, wenn du willst, dann setz den Kurs. Ich zeichne gerade ein. Gib mir eine Sekunde. Ja, dann gehst du nach unten zu Wartenberg. Genau. Ah. Bruder, erholt ihr euch einigermaßen? Ja, wird schon gehen. Der hat Habt richtig ihr euch. zugeschlagen. Habt ihr beide euch eigentlich schon kennengelernt? Das ist. Aus Nersand war das, nicht wahr? Oder Wartenberg und dies ist Ihre Gnaden Haswolf Ingridsson, zeichnens ein Anhänger des Fafnir. Ja, schön dich kennenzulernen. Ja, schön dich kennenzulernen. Gut, nun, ich habe gerade mit den anderen Offizieren besprochen, wie es weitergehen soll. Und ich brauche eure Hilfe, meine Freunde. Wir werden hier mit diesem Schiff, mit dieser Waffe ins Herz des Feindes vorstoßen. Erst einmal wollen wir uns über das kanadische Stadt Helmenport vornehmen, landen mit den ganzen Söldnern, die wir an Bord haben. Ja. Ich hoffe, Sie haben noch einen Funken Menschlichkeit in sich. Sind nicht nur nach dem Gold hier. Wie dem auch sei, das wird unser nächstes Ziel sein und diese Söldner, sie sind nicht für den, oder zumindest noch nicht für den Seekampf. Irgendwann werden wir etwas größere Schiffe als die der vergangenen Stunden angreifen und ich glaube, sie werden Einweisungen brauchen, wie man sich an einem Schiff zurechtfindet, wie man sich mit einem der Seile rüberschwingt und dergleichen. Die Balance hält auf den Planken, auf dem Leib des ewig Schwankenden. Aswolf, wenn ihr dabei den Soldaten, den Söldnern vielmehr, eine Weisung geben könntet, wäre ich euch dafür sehr dankbar. Unter der Führung eines Waffengewalts. Nun, ihr würdet sie mehr ausbilden, zusammen mit ihren Hauptmännern. Die Befehlsgewalt liegt weiterhin bei den Hauptmännern herum, welche wiederum Jagold, Riedkötter und schließlich unserem Kapitän unterstellt sind. Ja, ich kann sie im Kampf unterweisen. Das ist gut. Schildwahl, auch wenn ich nicht weiß, ob sie Schilder haben, aber. Und ob ich weiß, ob sie das schon können, aber. Warum sollte man nicht den Kampf von einem Torwaller lernen? Von wem auch sonst? Und der Schiff ist erst recht. Ich will meinen, dass es doch deutlich unterschiedlich ist zum Landkampf. Und sollte ein eins was. Ich hoffe, sie können schwimmen. Da bin ich mir nicht mal sicher. In der blutigen See kannst du nicht schwimmen, Junge. Ja, es wäre trotzdem ganz gut, wenn man nicht einfach runtergeht, sollte man doch noch reinfallen. Du gehst einfach runter, wenn du reinfällst. Ist das. Sowas habe ich noch nicht beobachten können, glücklicherweise. Ihr solltet auch nicht reinfallen, dann könntest du mich auch nicht mehr beobachten. Ah ja, die Gut. blutige See hat viele Überraschungen parat, Junge. Das lernst du noch, Junge. Wie steht's mit dir, Wartenberg? Was sind deine Pläne, wenn du dich erholt hast? Es ist jetzt nämlich beschlossene Sache, dass diese Arche erst einmal genutzt wird, bevor sie dann schlussendlich vernichtet wird. Genutzt?
Ganz recht, um dem Feind so viel Schaden wie möglich zuzuführen. Bedenke unseren Gott. Er ist die See, schwankend, mal seicht, mal wie ein Sturm. Jetzt ist es die Zeit für einen Sturm, wie es ihn noch nie gegeben hat. Wir, du, ich, Aswolf, wir müssen dabei aufpassen, dass die Männer an Bord dieses Schiffes es noch durch die Nacht schaffen. Denn dieser Sturm wird vieles mit sich reißen. Unter anderem dieser Chef. Dafür werde ich sorgen. Wenn es mir wieder gut geht, werde ich zurück zu den Organen vordringen, sie suchen und dann einzeln nacheinander zerhacken in kleine Stückchen. Die Organe, was meinst du denn damit? Das Schiff hat Organe? Ei, das Schiff hat Organe. Zumindest glaube ich das. Aber ihr müsst wissen, Wartenberg ist diesem Schiff schon einmal begegnet. Hat es Nersand angegriffen oder war es nur dieser Strudel, der zum Meeresgrund führt? Sie greifen alle den Strudel an. Alle. Eins nach dem anderen. Niemand weiß warum. Wahrscheinlich, weil sie das Heiligtum zerstören wollen. Nie hat das geklappt. Ja, vielleicht müssen wir auch einmal mehr darüber herausfinden. Gut. Wenn es mir wieder gut geht, Ja, werde ich nach wir. unten gehen und dann die einzelnen. Ich werde das Schiff vernichten. Wenn ich es alleine Wartenberg, tun muss. jetzt pass mal auf. Ja, wir haben hier viele Männer und Frauen an Bord. Nicht nur die, die kämpfen, sondern auch die, die lernen wollen, wie diese Arche funktioniert, wie wir sie am besten kämpfen können. Auch wo ihre Schwächen sind. Diese Organe, von denen du sprichst, Sehe ich aus wie ein gelehrter Junge? und mit diesem Wissen. Natürlich nicht. Du siehst nicht aus wie ein Gelehrter. Du siehst wie einer aus, der anpacken kann. Und das ist auch gut. Im richtigen Moment muss man seine Kräfte einsetzen für solche Sachen. Aber dieses Schiff nicht versenkt oder von innen vernichtet, indem du dich an seinen Organen vergehst. Würfel mal überzeugen, erschwert um 12 Punkte. Könnte gefällige 12. Okay. Das Meisterhandwerk ich mir vorher. Für 5 ASP. 5 mal 2 sind 10 Punkte, 2 erschwert. Genau. Das sind 10 Bonuspunkte und 12 erschwert. Probe kommt. Ja. Gut, ja, dann nickt er. Ich verspreche dir, Wartenberg. Ich verspreche dir, Wartenberg. Diese Arche, wenn sie es bis zum Ende schafft und nicht vorher vernichtet wird, werden du und ich sie zusammen vernichten. Wir werden ihr Herz finden und es zerquetschen. So tun wir es. Gut. Dann kommen wir erstmal zu Kräften. Wir brauchen dich bald wieder. Was tun derweil die anderen? So, Jalan sagt mir jetzt erstmal, wie ihr euch bewegt. Großes gesetzt. Wir laufen. Oder was willst du wissen? Ihr lauft mit den 8 Metern und ihr sprintet nicht, richtig? Richtig, wir haben Zeit. Gut. Und Evadaius sprach ja gerade davon, dass die Arche irgendwie sich manchmal ausruhen muss. Entsprechend sollten wir sie nicht erschöpfen. Und dann, ich weiß nicht, wie lange genau das dauert. Ich sehe gerade 30 Meilen pro Stunde, richtig? Ja, sind 670 pro Tag. Gut, dann werde ich erst am nächsten Tag mich vorne in den Bug stellen und Ausschau halten nach Seeblockaden. Und jetzt gerade erwarte ich nichts. Gut, ja, dann werdet ihr die Zeit auf dem Schiff mit weiteren Übungen verbringen, kennenlernen. Jeder geht zu so seiner Aufgabe nach. Und wenn ihr irgendwas tun wollt, könnt ihr das jetzt gerne noch einmal abhandeln. Und ansonsten bewege ich euch die 24 Stunden weiter.
Gut, wir fangen einfach mal an mit, ja, Romilly. Sie richtet sich jetzt erstmal in ihrem neuen Quartier mit den beiden Freundinnen ein. Und dann klingt so schön unverfänglich. Ja, und dann macht Romilly sich da dran erstmal ein bisschen Blabla beim Einrichten und dann Schiff nochmal ergründen und gucken, wer ist denn jetzt überhaupt alles an Bord, mit wem muss man sich hier rumplagen und vor wem sollten wir drei uns besser fernhalten. Ja. Ja, also dann gucken wir einfach mal nach. Von den einfachen Söldnern hast du wenig zu erwarten. Das sind halt eine ganze Menge. Leute aus Ysilia, die angeworben worden sind. Du wirst auch sehen, wie ein Pfeil des Lichts hier, also ein Weißmagier herumläuft mit den Abzeichen aus Gareth. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob du diese Menschen kennst, weil ehemals auch aus Beilung. Da dürftest du mir mal eine Magiekunde plus 7 würfeln, ob du die Leute erkennst. Ansonsten bekommst du natürlich mit, dass oben gerade Magier sind, die sich Xyleste und Piranianer ansehen. Ihr habt verschiedene Alchemisten, also Arp hat den zweiten, habt ihr mit. Alrik Say, der Leutnant, ist auch wieder mitgekommen. Dann erkennst du den Pfeil des Lichts nicht und weißt nicht, dass du dich vor ihm verbergen solltest. Ja, ja, und ansonsten die einfachen ja, Söldner, da ist nichts, was dich irgendwie kümmern sollte. Das die Inquisitoren, ist gut zu aber wissen. Die würde ich auch nicht erkennen. Boah, der wird man auch nicht unbedingt vor die Füße laufen, wenn es sich vermeiden lässt. Ja, ansonsten kannst du, wie gesagt, deinen Raum einrichten. Ich vermute einfach mal, hier kannst du deine kleine Falknerei aufziehen. Das wäre so die Idee, die ich hätte. Ansonsten hast du hier genügend Betten für dich und deine beiden Begleitungen. Die sind, wie gesagt, ein bisschen wortkarger. Wenn du sie ansprichst, bekommst du natürlich Antworten. Aber ansonsten, die eine trauert, das kannst du erkennen, auch mit wenig Menschenkenntnis. Haben beide auch keine Tiere dabei. Bei der einen wirst du wohl höchstwahrscheinlich herausfinden, dann, dass sie ihr Vertrautier schon verloren hat und bei der anderen weißt du es nicht. Du weißt auch nicht, aus welcher Schwesternschaft sie kommen, das haben sie dir nie erzählt. Aber sie waren dabei, als du sagtest, mit einer dämonischen Arche die Rache in die Heptarchien bringt. Da haben sie dann gesagt, wir sind dabei und deswegen hast du sie mitgenommen. Sehr schön. Jalan? Zum einen möchte ich von den Navigatoren, von den Kartografen aus dem Gedächtnis eine grobe Karte schon mal von Helmport anlegen lassen, die man Romilly für ihre Erkundung mitgeben kann. Das wird vermutlich nicht sehr gut sein, aber es ist besser als gar nichts. Und zum anderen möchte ich doch mal Gebrauch von unseren Bordmedikay machen. Das sollte ohne Probleme möglich sein. Das heißt, wenn du regenerierst, bekommst du dann zusätzlichen W6 zu den Betten auch noch und ja, kannst dich da dann heilen. Ich weiß jetzt nicht genau, warum du noch verletzt bist. Das war einfach die schlechte Regeneration in Festum noch, ne? Richtig, es kam kaum was rum. Ja. Ja, für Darius kann das dann genauso in Betracht ziehen. Ragnar, hast du noch irgendwas? Ja, zwei Sachen. also dann noch die obligatorische Sache, dass ich halt immer was zu essen machen muss und so weiter für die gesamte Mannschaft, da mithelfen. Ist da nochmal dieses komische Funkeln? Taucht das nochmal auf? Ja, wenn du darauf achtest, dir werden mehr und mehr Leute auch gerade in der Klaschembe berichten, dass es hier wohl spukt und unheimliche Dinge zu berichten gibt. Du kannst auch leicht angedeutet etwas hören. Orgelmusik oder so, ganz leicht verzerrt, was sich dann wirklich an ein Geisterschiff erinnert. Und ja, teilweise fallen auch andere Gewürze von den Decken oder Zwiebeln, die nicht ins Essen gehören. Die kannst du aber immer wieder aufhalten und es wird verstärkt auch darauf geachtet, dass so etwas nicht passiert, sodass das Essen nicht versalzen ist. Einige Male sind dann auch Mehl oder Reissäcke aufgeschnitten. Die Geister sind also wirklich da. Ja, wenn man dann wirklich davon ausgeht, dass das wirklich Geister sind, dann würde ich mal sagen, Pfeil des Lichts. Gucken Sie sich das mal bitte an.
Ich habe keine Ahnung, was das ist, und ich bin kein Magier. Gut. Der soll Ja, ja mal ein Pfeil bisschen. schaut dich halt an, wird aber auch nicht sagen, du siehst aber so ein bisschen Verachtung. Er murmelt dann ein Ode im Arcanum und schaut sich so ein bisschen um. Wird es dann auch nochmal mit einem Analys probieren und dem Oculus Astralis. Schaut sich dann in der Küche so ein bisschen um. Wird dann umherlaufen. Und dann macht er eine Meldung. Also gut, ein Geist gibt es hier nicht, aber diesen Eingang kann man wohl nur mit dem magischen Auge finden. Hier. Er nimmt dich einmal mit durch die Küche und du kannst hier, wo es noch eine kleine Treppe nach oben gehen, geht sehen, wie hier wohl ein versteckter kleiner Eingang ist, ein Loch, vielleicht sowas wie ein Astloch, ungefähr so groß, dass Lubdiel hineinpassen könnte. Also da muss man schon sehr klein sein. Dieser Eingang glimmt, möchte ich meinen. Es gibt Fäden, die nicht beunruhigend sind, aber dort hinter befindet sich eine Wesenheit aus einer anderen Sphäre. Also sowas wie ein Klabautermann. Die Fäden erinnern mich daran, ja. Nichts, was mich auf den ersten Blick zu einem Pentagramma veranlassen ließe oder die Inquisition zu rufen. Ja, ich würde auch noch mal testweise in den Raum rufen, Lido Quark, bist du das? Du hörst, wie du da wohl hallst. Aber niemand, der zurückruft. Komisch. Denke ich, werde mal. Obwohl, wenn ich da jetzt versuche reinzuklettern, funktioniert das? Ja, ich sag mal, Gassenwissenprobe, um dich da durchzuquetschen. Ich erschwere sie dir um 12 Punkte. Ja, die Das Tricks, die ich da auf ist. der Straße gekriegt habe, um mich da durch die kleinsten Ecken durchzuquetschen, lassen sich leider nicht auf eine Dämonenarche anwenden. Da Ja, bleibe ich dann kurz mit dem Kopf stecken und ziehe ihn dann aber auch erstmal wieder raus. Keine Geister, die ihr habt. Wie gesagt, nichts, was ich exorzieren müsste. Ein Abenteuer für sich. Aber nicht mein Aufgabengebiet. Natürlich nicht. Ich kann den Vielen Dank. Zugang magisch versiegeln, wenn ihr mögt. Nein, ich denke, ich werde einmal mit Ephadaios reden. Es interessiert mich, was dort hinter ist. So sei es. Vielleicht kann der Effortpriester euch helfen. Du Genau. kochst übrigens ziemlich gut, dafür, dass es hier so sehr schleimig ist. Ah, vielen Dank. Die erkennen auch sehr gut Magie, obwohl das hier so dämonisch verseucht ist. Keine Ahnung. Deswegen bin ich wohl hier. Sie machen auf jeden Fall eine sehr gute Arbeit. Ich habe keine Ahnung, was man zu einem Pfeil des Lichts sagen soll, um mich zu Ja, verabschieden. anstatt dass er sich bedankt, wird er einfach nur sagen, ja. Alles klar, ja. Dann viel Spaß bei Ihrer Freizeit oder was sonst Sie auch immer machen. Dann gehe ich. Treffer da aus. Ich bekomme einmal bitte einen Zufalls-W20 von euch. Und Ich. dann Da, dann mal los. sehen. Du hast keinen Chippy mehr. 10. 10, alles klar. Ja, dann gehen wir zu Ephadaios. Adios. Wagner? Es könnte sein, dass wir einen Klabauter Mann auf unserem Schiff haben. So wie das kleine Krokodil. Elido Quark, genau. War Nun, er eigentlich ein Krokodil oder ein Alligator? ich glaube, er hat Alligatoren gehasst. Weil er Dann ja war wohl selbst ein ein Krokodil. Krokodil war. Ja, ist das jetzt ein Problem? Hast du mit ihm geredet? Hat er auch eine Form angenommen? Nein, ich habe keinen Eingang gefunden. Der Pfeil des Lichts. Das ist Yesenia Weißhaupt, oder? Der Pfeil des Lichts. Ja. Yesenia Weißhaupt, der Pfeil des Lichts hat den Eingang gefunden. Allerdings passe ich da zurzeit nicht durch. Deswegen wollte ich dich fragen, da du ja die Masse der Arche verschieben kannst,
dass du die vielleicht erweitern kannst, damit man dort reingehen kann. Und dieser Verbauter, falls das Schlechtes für uns vorhat, dass man ihn vielleicht zur Vernunft bringt und ihn ähnlich wie Lido Kork zu einem Mitglied der Mannschaft macht. Sollen wir uns das mal anschauen? Ich weiß noch nicht genau, wie ich diese Fähigkeit zum Verformen der Arche für kleinere Gebiete benutze. Ich würde mal meinen Werkzeugkasten holen und dann schauen wir uns das an. Vielleicht können wir dieses Loch, von dem du sprichst, ja größer. Ja, das wäre bestimmt auch eine Option. Okay, dann hole ich schnell einen Werkzeugkasten und dann gehen wir dort vor zum Raum 15 bzw. zum Loch. Soll ich den Captain auch noch informieren oder wollen wir das jetzt erstmal zu zweit angucken? Es wäre vielleicht ganz gut, falls uns etwas passieren sollte. Diese Klabautermänner. Nun, ein Klabautermann auf einer Arche. Könnte sich auch um einen Anderswertigen handeln. Ja. Ja, dann würde ich nochmal zu Yalan gehen, ihn auch darüber informieren. Also Yalan bekommt gerade die Meldung, als du zu ihm kommst. Kapitän, wir steuern auf eine große Nebelbank zu. Nebelbank. Können sie nicht wirklich umfahren, sie liegt direkt auf unserem Kurs. Das sollte aber kein Problem sein. Ich wollte euch nur informieren, eine große Nebelbank. Zudem wird es auch demnächst Nacht. Gut. Lass die Söldner an Deck antreten und verdoppelt die Ausgucke. Jawohl, mein Herr. Ragnar? Herr Kapitän, ja. Es könnte sein, dass wir einen Klabautermann an Bord haben. Er macht schon seit einigen Tagen Ärger in der Küche. Und der Hesindian Weißhaupt, der Pfeil des Lichts, hat den Eingang in seine Dimension entdeckt. Ich wollte dich fragen, ob du vielleicht dir das mit ansehen willst als Kapitän dieses Schiffes. Und vielleicht auch eine der Hexen fragst, ob sie mitkommen, da das wahrscheinlich diejenigen hier ein Schiff sind, die nicht sofort ein Pentagramma auf das Wesen sprechen würden. Ich meine, so wie Lido Kork. So in etwa, ja. Wahrscheinlich allerdings aber auch wieder ganz anders. Na ja, gut. Falls gerade ein Söldner in der Nähe ist, schicke ich den los, er soll Ramin holen. Und dann geht's los. Ja, wenn ihr drei dann vorne zu dem Loch kommt, sieht ihr da auch schon etwa da aus, dass ihr das etwas genauer anschaut und jetzt überlegt, welches Werkzeug er am besten benutzt, um dieses Loch da zu vergrößern. Everdios. Was genau tut ihr da? Nun, wir wollen doch nachsehen, wer da drin ist, nicht wahr? Ja, aber ihr habt doch... ihr habt doch, als wir unten waren, mit den Händen im Holz. Wie groß ist das Loch? Ungefähr Armeslänge. Also, da kommt man mit normalen... also Ragnar könnte sich da vielleicht durchquetschen, weil er eine Bohrenstange ist, aber ansonsten kommt man da nicht durch. Weil Rommeli ist ja verhältnismäßig schlank. Das wäre eine Option. Wie hoch ist denn deine Körperkraft? Oh, die ist nicht so prickelnd. 10. Dann bist du genauso groß wie Ragnar. Ja, entweder könnten wir jetzt Rommeli da durchquetschen oder wir machen das Loch ein bisschen größer und dann passen wir da alle durch. Alternativ schaut Rommeli erstmal durch das Loch durch, ob irgendwas auf der anderen Seite zu erkennen ist. Sinnschärfe erschwert um 12. Das soll schon schief gehen. Nicht so direkt, nein. Dann schießt ein weißer Lichtblitz auf dich zu und haut dir direkt in die Stirn, 1W6 Schadenspunkte. Autsch! Wenn sie irgendwie Aua schreit oder so, möchte ich sie gern packen und zurückziehen, wenn das geht.